So, da sind wir bei Dark Souls. Weiter geht's. Wir sind kurz davor, rüber zu Sense Fortress zu gehen. Ein Bereich, der extrem verhasst ist bei vielen Spielern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn persönlich gar nicht so schlecht. Ja, man muss halt auf die Fallen aufpassen. Die Gegner sind kein großes Problem. Es gibt eine Stelle, die wirklich extrem nervtötend ist. Ihr werdet dann auch sehen, wenn wir ankommen, welche ich meine. Und ansonsten muss man einfach nur aufpassen, Kopf einziehen und nicht die Eier verlieren. Denn ihr werdet auch sehen, warum ich das gerade eben gesagt habe. Ja, willkommen in Sense Fortress. Erstmal Schlangenmenschen. Aber ihr habt vielleicht die Platte am Eingang gesehen. Die kann ich auch zu meinem Vorteil nutzen hier. Da muss ich nicht unbedingt in meinen Tod laufen und wie ein Vollidiot auf der Platte stehen bleiben und mir erstmal Piercings holen. Nope. Wir machen erstmal Schlangenpancakes. Nachdem wir sie in die Falle gelockt haben. Das ist halt auch das Coole an Sense Fortress. Man kann halt auch die Gegner in die Falle locken. Und wirklich mit der Umgebung spielen. Ich finde es einen extrem interessanten Bereich. Und er ist auch nicht so schwer, wie die viele immer sagen. Also wenn man einigermaßen geradeaus laufen kann, dann sollte man ja hier nicht runterfallen. Die Dinge sind jetzt wirklich nicht so schnell. Aber wie gesagt, ich will mich nicht zu früh freuen. Nicht, dass ich so ein Ding gleich mal mit dem Gesicht fange. Das wäre nicht so cool. Was war das denn gerade für ein... Holy shit, was für ein Frame Drop. Mal, das passiert hier in Sense Fortress nicht noch des Öfteren. Schlangenpancake! Wie gesagt, wir haben auch unseren Zweihänder geupgradet. Wir haben eigentlich wirklich draußen so gut wie alles gemacht, was ich machen wollte. Wir waren in den Tiefen, wir haben Large Ember geholt, haben unsere Waffe jetzt auf plus 7 erstmal gemacht. Von dem her, ich fühle mich eigentlich recht sicher, wenn ich hier reingehe. Zumindest mit den Gegnern sollte ich absolut kein Problem haben. Außer mit diesem einen Fucker. Genau den meinte ich. Das ist die einzige Stelle, die mir wirklich auf die Nerven geht. Einfach nur. Denn als Nahkämpfer muss man ja wirklich aufpassen, wie man das macht. Ich möchte natürlich auch nicht von diesen Dingern hier runtergeschlagen werden. Das ist extrem uncool, wäre. Ich block dich. Und dann pancake ich dich. So wie sie es gehört. Wunderbar, so gefällt. Oh shit. God damn it, okay. Wer. Wow. Das ist der neueste Schrei. Wer hat gerade die Falle ausgelöst? Teil von seinem Arsch, den ich abgeschlagen habe, oder? Die Platte war eigentlich irgendwo hier erst. Na gut, von mir aus. Wir sind noch am Leben. Du bist eine normale Kiste. Du bist eine normale Kiste. Brav, sehr gut. Large Titanite Chart, wunderbar. Also man sieht hier auch an den Ketten außen rechts an den Kisten, ob sie normale Kisten sind oder Kisten, die einen fressen wollen. Ja, es gibt auch Kisten, die ein bisschen gefährlich sind. Mimics heißen die. Und ja, denen sollte man nicht wirklich zu nahe kommen. Nur mit dem Schwert. Nur mit dem Schwert voraus. Es geht ab, Bro. Oh Gott. Was? Die Steinkugel hat er genau 89 abgezogen. Was ist eigentlich dein Problem, Mann? Du wirst einfach blockt mit seiner Brust. Ja, so viel dazu. Da war nicht mehr viel mit Blocken, mein Freund. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich im richtigen Timing da hochrenne und mich nicht zerquetschen lasse. Das wäre nett. Lauf, 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 lauf. Nimm die toten Beine in die Hand. Wobei, nein, besser nicht. Oh, Jesus Christ. Okay. Ja, jetzt aber. So, habe ich ganz kurz Zeit, hier hochzurennen. Denn auch hier oben gibt es nochmal Goodies. Muss mal kurz schauen. Das ist eine normale Kiste. Es gibt ja einen Ring, glaube ich. Wenn ich mich hier erinnern kann. Genau, Ring of Steel Protection. Ist eigentlich auch ganz nett, aber werde ich erstmal nicht anlegen. Mit Mii-Kugel. Wir gehen nicht hier lang weiter. What? Mein Zopf bleibt da hinten. Komm, Butt, 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 Butt. Ich habe hier lebende Ratten. Oder Mäuse. Was auch immer. Ihr esst irgendwas Komisches. Komm schon, löse es. Oh, shit. Stimmt, die lösen es ja gar nicht selber aus. Ich bin verwirrt. Oh, das braucht sehr lange zum Auslösen. Na schön. Was auch immer. Er ist tot. Das ist alles, was zählt. Okay, sehr gut. Hier muss ich jetzt wirklich vorsichtig sein, denn die haben diese Teile hier umgeleitet. Die kommen jetzt hier raus. Deswegen gehe ich da jetzt nackt rein, dass ich wirklich so schnell wie möglich bin. Ich brauche da auch erstmal keine Waffe. Ach, Quatsch. Ich bin ein sexy Motherfucker. Schau's dir an. Heiße Schnecke. Und ab dafür.
Wo sollten wir es gerade so schaffen, oben anzukommen, ohne von der nächsten Kugel gesquished zu werden? Oh Gott, außer ich bleib da hängen. Okay. Hat trotzdem noch funktioniert. So eine Scheiße. Das kann dann auch mal ganz schnell passieren, ne? Dass ich da jetzt durch eine Wand hängen bleibe, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Habe ich jetzt auch nicht wirklich vorgehabt. Ich habe wirklich alles abgelehnt. Oh, nackt da reingehen. Was? Was? Was mache ich denn eigentlich gerade? Was soll's? Solange keine Gegner da sind, ist es auch kein großes Problem, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, was habe ich gerade für Schilde? Was für Shields? Ich glaube, ich pack mal hier das Grass Crest Shield hin. Sehr gut. Denn, wie gesagt, da ich das Schild eh größtenteils auf dem Rücken behalten möchte während den Kämpfen, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich leite euch mal da lang um. Einfach nur weil. Denn wenn die Kugel da runterrollt, dann trifft sie irgendwann nicht nur die Schlange, die da am Chillen war, sondern öffnet auch einen Durchgang, der hinter der Schlange war. Ja, da können wir dann auch noch irgendwann rein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, muss ich noch irgendwo die Kugel hin? Nö, nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich. Sollte passen. Okay, hier springe ich lieber mal nicht runter. Gut, wir gehen weiter. Wir haben was, was Kugeln anfassen erstmal angeht. Erstmal so. Oh shit. Wie alles erledigt. Das war knapp. Ohrlöcher umsonst, auch nicht schlecht. Manche Leute zahlen Geld für Piercings, nicht wir. Wir machen einen Tag Urlaub in Sands Fortress. Was glaubst du, wie wir aussehen? Komplettes Stahlwerk in der Fresse. Wenn man sich nicht wie ein Vollidiot anstellt und losrennt, dann ist es auch in Ordnung. Was ist denn hier mit der Framerate los in Sands Fortress? Solche kleineren Frame-Einbrüche bin ich eigentlich sonst nur von Blighthorn gewöhnt. Mysteriös. Ist auch noch jemand. Ist ja gut, ich komme auch noch zu dir. Liebe für alle, kein Problem. Also ihr seht schon, mit dem Zweihänder upgraded brauche ich gar kein Schild. Die kommen gar nicht erst zum Schlagen. Oh shit! Außer der Typ. Aber voll nicht. Ich hab dich doch gehört. Scumbag, man. Hey, die Gegner sind schon ein bisschen eklig. Wenn wir ganz ehrlich sind, die sind schon ein bisschen widerlich. Krass, Mann. Zu Viecher. Sehr schön, okay, wir sind auf jeden Fall gut unterwegs. Wir kommen wirklich schnell voran. Wer tapst denn hier rum? Ich erwarte hier um die Ecke eigentlich keinen. Eigentlich hier müsste irgendwo erstmal einer stehen. Genau. Zack. Fucker. Da. Dammit. Oh, komm schon. Ich habe nicht so die Skills mit den Messern. Das bringt mir auch echt voll nichts. Weißt du was? Scheiß auf den. Der kann mich mal. Mit so einem diskutiere ich doch gar nicht erst. Und bevor ich jetzt irgendeinen dummen Fehler mache, gehe ich jetzt erstmal hier rechts lang. Eine Sache, die ich auch erst nach dem dritten Mal in Sims Fortress, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, rausgefunden habe. Was mich über sehr viel Zeit gekostet hat. Hier gibt es ein verstecktes Bonfire. Ah, yes. Genau dieses hier, das werde ich auch direkt mal anmachen. Wie gesagt, es ist das nächste Bonfire, was es hier gibt, zu dem Boss und eigentlich zum kompletten oberen Bereich hier. Deswegen auf jeden Fall ein extrem hilfreiches Bonfire. Falls wir wirklich mal drauf gehen sollten beim Iron Golem, den wir dann oben noch treffen. Jetzt schauen wir mal, ich kann noch nicht wirklich leveln, habe ich aber noch Seelen einzeln dabei, die ich mir vielleicht noch reinpfeifen kann. Ich habe noch Firekeeper Souls, stimmt, da war ja was. Ah, doch, da ist sogar noch einiges. Okay, dann werde ich die mal ganz kurz auf die Quickbar legen. Das ist auch so eine Sache, die Dark Souls 2 zum Glück dann verbessert hat, als es rausgekommen ist. Man muss nicht jede verdammte Seele einzeln crunchen, wie hier im ersten Teil, sondern man kann einfach die Seelen, ja, in die... Ne, man muss sie nicht mal in die Hand nehmen, gelogen. Man kann sie auch einfach aus dem Menü anwählen. Gut, kann man hier auch. Aber dort kann man angeben, wie viele man wirklich crunchen will. Und goodbye. Zwei. Die gestackt sind, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man da wirklich mal mehr hat, 4, 5, 6, 7, ist es dann irgendwann schon nervtötend, da zu stehen und sich jede einzelne Seele da reinzupfeifen.
So, habe ich noch welche? Hier auch noch. Und dann noch die vom Nameless Soldier. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was können wir damit anfangen? 15.000, das ist schon mal extrem gut. Ich packe mir einen in Vitality nochmal rein, dann in Strength oder Endurance. Ich gehe erstmal auf Strength weiterhin. Gut, okay. Was machen wir jetzt? Jetzt könnten wir theoretisch... Nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Wir lassen das Bonfire jetzt erstmal so, wie es ist. Mit 5 Estes. Schauen, wie wir weiterkommen. Außer wenn es dann wirklich nicht funktionieren sollte. Und ich Probleme hätte, dann könnten wir uns überlegen, ob wir dann dieses Bonfire auch nochmal verbessern. Oder ob wir es einfach lassen. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir dann mal. Und tschüss. Geht da fliegen. Es ist extrem random, was gerade mit der Frame hier los ist. Wundert mich gerade auch irgendwie extrem. Es ist an Stellen, wo es auch kein wirklicher Grafik, kein Problem sein dürfte wegen der Grafik. Das ist irgendwie, da ist im Hintergrund irgendwas falsch. Muss ich auf jeden Fall gleich mal gucken, wenn es nicht aufhört. Und so ist es natürlich nervig. Dieser Riesentyp, verdammt nochmal. Goddammit. Wir sehen sein Schild versteckt. Komm mit mir, Bro. Oh, das Reichweite, Mann. Das Reichweite. War nicht deine beste Idee heute. Muss ich es jetzt einfach mal so gerade ins Gesicht sagen. Hat mich nicht so überzeugt, dein Auftritt. Dieses ein-, zweimal wildwichsend hin und her schwingen. Ist alles, was du drauf hast? Komm schon. Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Gehen wir hier auch nochmal direkt auf den Turm hoch. Ich glaube, arg viel anderes kann man hier dann in der Ecke eh nicht holen. Nope. Und hier haben wir Richard, heißt er, glaube ich. Oh, Jesus. Mein Freund mit dem Rapier. Oh, wir haben mich. Holy shit. Holy shit, okay. Das war nicht übel. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Habe ich jetzt noch nicht kommen sehen. Hat er mich auch mal geparried. Okay, das kann auch passieren. Würde ich sagen, ich schau mal ganz kurz, was zur Hölle die Framerate für ein Problem hat. Und dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder. So, die Frame-Probleme sollten behoben sein. Da hat sich im Hintergrund irgendein Programm geöffnet. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht wieder tut. Und hoffe, dass wir jetzt mit konstanter Framerate hier spielen dürfen. So, jetzt kann ich mich weiter versohlen lassen gehen. Wie gesagt... Dass er mich geparried hat, Richard, Ricard, wie auch immer, der kam mit dem Rapier. Das war nicht so nett. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Da muss nämlich ich jetzt nochmal hingehen und meine Seelen erstmal zurückholen. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Beziehungsweise vor allem meine Humanity. Die ist mir dann nochmal ein Ticken wichtiger vielleicht als die paar Seelen, die da noch rumliegen, denn wir haben ja davor gelevelt. Komm mit mir, Bro! Dem Riesenschlägel, Mann, was zur Hölle. Er trommelt gern, ja, das merkt man. Man merkt auf jeden Fall, was seine Hobbys sind. Und für was er so gerne seine Zeit investiert. Und jetzt probieren wir es gleich nochmal. Dann bitte ohne Parry. Das wär voll cool. Können wir das machen? Dass du sag mich einfach nicht parries. Holy crap, okay. Ich muss ihn halt im richtigen Moment erwischen. Am besten nicht, wenn er gerade irgendwie wirklich Zeit zum Blocken hat, sondern wenn er in einem Angriff ist oder wenn er einfach ungeschützt ist. Das ist schon faszinierend, dass dieser schmale kleine Typ mit seinem Rapier stärker ist als dieser riesen Motherfucker mit der Mace da vorne, der irgendwie Flunder aus mir machen wollte. Ach, komm schon. Da war ich da halt aus, Mann. Benutzt da halt seine Frames perfekt. Oh, jetzt aber. Schlaf gut. Ricard. Yay, wir haben sein Rapier. Eine Waffe, die ich auch wahrscheinlich niemals benutzen werde. Einfach nur, weil es absolut nicht zu meinem Charakter passt. So, wir haben hier zwei Kisten, die sind auch beide normal. Ja, das ist normal. Darf ich mir keine irgendwie ins Bein beißen. Und Rare Ring of Sacrifice. Wunderbar, können wir auch sehr, sehr gut brauchen.
Denn ich glaube, den normalen Ring of Sacrifice habe ich immer noch nicht mitgenommen. Der müsste noch irgendwo in Undeadburg liegen. Aber was soll's, solange wir irgendeinen dabei haben, wenn wir ihn dann mal wirklich brauchen. Und mir fällt jetzt spontan eine Stelle ein, wo man ihn dann wirklich mal braucht. Wo es auch sinnvoll ist, ihn anzulegen, wenn man weiß, was auf einen zukommt. So, und was jetzt auf uns zukommt, weiter nach oben klettern. Wir sind immer noch nicht ganz oben. Und so gut es geht, diesen riesen Typen ausweichen, die diesen Stein um sich werfen. Wieder da unten zum Beispiel. Das ist echt nicht nett. So, ich gehe gleich mal darüber. Super. Na gut. Guter Sprung. Da gibt es auch ein paar ganz nette Sachen. Da steht aber dieser Typ rum. Let's get up, Bro. I took my sense fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle? Yes, I remember that feeling, for I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Denkst auch, du wärst was Besseres. Ich bin alleine durchgegangen. Ich bin schon ein ziemlicher Badass. Fass meine Muskeln an. So eine Art klang es gerade eben. Nein, danke. Ich passe. Er hat nämlich Large Stein Nightshard. Davon habe ich gerade 8 Stück. Ich habe 8 Stück davon? What? Okay. Ich habe gemerkt, dass ich ein paar eingesammelt habe, aber nicht 8 Stück. Ja, dann verkauft auch eigentlich interessante Rüstung, wenn man Onion Bro spielen will. Will ich aber erstmal nicht. Wie gesagt, er hat für jede Bedürfnis auf jeden Fall irgendwas dabei, aber ich habe dann doch mehr große Shards dabei, als ich dachte. Also muss ich sein Angebot erstmal gar nicht in Anspruch nehmen. Sondern ich nehme hier dieses sehr interessante Angebot an, diese Treppenrunde zu laufen. Wow, shit, das war knapp. Sollte mir vielleicht nicht irgendwie selber beide Beine brechen, indem ich wie ja, auf mich zugecharged kommt, man. Hat er nicht gemerkt, dass ich ihm irgendwie ein Telegramm geschickt habe, dass mein Zweihänder jetzt gleich angreifen wird? Sehr schön. Käfigschlüssel. Können wir auch gut brauchen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich diese Attacke mit dem Zweihänder mache, da ist halt echt die Post irgendwie noch schneller. Aber ja, viele Gegner sehen es zum Glück nicht. Ich meine, es gibt dann natürlich so Gegner wie Rickard zum Beispiel, gegen den wir gerade gekämpft haben. Der hat eine bisschen bessere und heftigere KI einfach. Die kann uns dann auch ein bisschen mehr Probleme machen. Wie man gesehen hat, parried mich und tötet mich in einem Schlag. Also das kann immer mal wieder passieren. Sollte natürlich nicht passieren. Und ich habe auch in einem dummen Moment zugeschlagen. Also es war irgendwie auch ein bisschen mit meiner Schuld. Ich meine, er hätte kein Scrublord in dem Moment sein müssen. Aber er hat es einfach mal gedacht, nö. Ich gehe jetzt nicht drauf. Was auch ein bisschen verständlich ist. Was ist mit dir los? Steht er da in dem Gang, Mann? Ist das schon okay? Komm vorbei und schüttel dir die Hand. Noch ein Rapier. Ist ja wie beschissenes Weihnachten hier. Sense Fortress. Das ist mal ein extrem toller Werbespruch für Sense Fortress. Wobei, ist eigentlich gelogen. Man, wie gesagt, der Händler da oben verkauft Large Stein Night Shards, was ganz nice ist. Und ich bin mir sicher, Rickards Rapier ist auch eine gar nicht so schlechte Waffe, wenn man sie einfach, ja, zu benutzen weiß und die richtigen Stats dafür hat, die ich nun mal nicht habe. Oh, fuck! Okay. Aber du bist nicht der Hellste zum Glück. Das ist schon mal gut zu wissen. So, bevor wir hier durch die Nebelwand durchschreiten, gehe ich erstmal nach oben. Denn auch schau mal, was für einen netten Kerl wir hier finden. Sucker, du bist so groß, ich sehe nicht mal deinen Energiebalken. Aber auch langsam wie Sau. Wir haben stampfende. Oh, Jesus! Oh, ich wollte gerade noch sagen, geh weg. Wäre gesund gewesen, wegzugehen, sagen wir mal so. Aber. Ich kann. Wow! Durch die Wand? Du bist ein Scumlord. Das ist nicht cool. Sowas macht man doch nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Alter, Mann. Was glaubst du, was da los wäre, wenn ich jeden ins Gesicht treten würde, der vor meiner Tür... What? Okay.
Sein Fuß kann man scheinbar nicht wirklich blocken. Alter. Okay. So, den einen oder anderen Gegner habe ich nicht so heftig in Erinnerung, wie er jetzt gerade hier in Erscheinung getreten ist. Aber von mir aus, ja, das ist Dark Souls. Ja, voll auf die Schnauze bekommen. Gucken wir, dass wir beim nächsten Mal die Seelen und die eine Humanity zurückholen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den Iron Golem an. Bis dahin, haut rein.